Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Framepool aufbauen und somit auch den Aufstellpool richtig aufstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Aufbau funktioniert übrigens bei den meisten Herstellern und bei den meisten Modellen relativ ähnlich, weswegen ich es jetzt einfach mal beim rechteckigen Aufstellpool von Intex zeige. Bei so einem kleinen Pool sollte der Untergrund auf jeden Fall in etwa gerade sein. Das kann man am besten mit einer Wasserwaage erkennen. Und falls hier aber doch über die Länge 2 bis 3 cm Höhenunterschied sein sollten, dann macht das normalerweise auch nichts. Falls du ihn übrigens direkt auf den Rasen stellen möchtest, ist das auch kein Problem davor. Aber bitte unbedingt mit den Händen oder Füßen mal durchgehen und solche kleinen Äste bzw. natürlich auch Steine ertasten und diese unbedingt entfernen, dass sie den Pool nicht irgendwie kaputt machen können. Auch empfehle ich immer, unter dem Pool nochmal zusätzlich als Absicherung so eine Poolfolie darunter zu legen oder wenn du es noch etwas weicher haben möchtest, am besten gleich eine dicke Teichfolie. Und falls du jetzt übrigens einen größeren Pool einbauen möchtest, zum Beispiel einen Stahlwandpool, dann würde ich wegen dem Untergrund nochmal spezielle Videos anschauen, da dieser natürlich noch einmal mehr aushalten muss. Mein Untergrund passt soweit und jetzt lege ich einfach mal die einzelnen Bauteile schon auf dem Boden drauf, so wie es in der Anleitung auch auf dem Bild zu erkennen ist. Und ich fange erstmal mit meiner Poolplane und dem Bänder nach unten schauend an. Danach lege ich meine vier Ecken aus. Und überall, wo in meiner Poolumrandung kleine Öffnungen sind, kommen diese blauen T-Stücke hin. Die Stangen sind auch toll beschriftet und die kann ich auch nach meiner Anleitung mal um den Pool außenrum richtig legen. Als nächstes stecke ich die Rohre einmal so zusammen, wie sie auch vor mir auf dem Boden liegen. Laut Anleitung beginnen wir auf der langen Seite mal unser Rohr dementsprechend durch die Öffnung von der Umrandung zu geben. Und wenn wir hier vorne bei der Öffnung angelangt sind, dann können wir auch schon unser T-Stück nämlich ganz einfach noch dazwischen geben und müssen natürlich schauen, dass wir unser Rohr jetzt auch dementsprechend weiter einfädeln. Bei der zweiten Öffnung natürlich dasselbe Spiel, das blaue T-Stück drauf geben und unser Rohr mal dementsprechend noch weiter durchschieben. Wie du sehen kannst, alleine ist das Ganze manchmal etwas fummelig, deswegen, wenn du natürlich eine zweite Person hast, dann gerne diese um Hilfe bitten. Als nächstes einmal unsere Ecken umdrehen und dann können wir diese nämlich auch schon richtig rum in die zwei Rohrenden ganz einfach hineingeben. Und hier unten können wir jetzt erkennen, dass natürlich auch dementsprechend noch ein Loch bei der Ecke und vor allem auch beim Rohr ist. Und da können wir jetzt solche weißen Sicherungsstifte einfach einmal hineingeben und schauen, dass es natürlich auf der anderen Seite auch hindurch geht. Als nächstes können wir die Eckstützen anbringen, die bei mir mit einem E gekennzeichnet sind. Und da sollen wir einfach schauen, dass die Löcher nach oben schauend sind. Und hier unten, wo kein Befestigungsloch ist, kann ich jetzt auch schon mal meinen Stutzen ganz einfach unten drauf machen. Danach die Ecke dementsprechend nehmen und hier in unsere Stütze einsetzen. Dasselbe Spiel natürlich bei allen anderen Seiten auch. Ich würde sagen, das Ganze schaut schon langsam nach einem Pool aus und jetzt geht es einfach darum, die Seitenstützen einmal zusammenzusetzen. Hierfür haben wir so ein T-Stück, was danach auf den Boden kommt und noch die übrig gebliebenen Rohre, die hier unten jetzt so eine kleine Einkerbung haben. Und die Einkerbung muss einfach mal bei unserem T-Stück hier unten draufgesetzt werden. Das machen wir natürlich bei den anderen Seitenstützen auch. Alle Stützen sind zusammengebaut und jetzt sollten wir mal unsere Gurtbänder etwas hervorziehen, denn da können wir auch schon dieses T-Stück von unserem Fuß, nämlich unten ganz einfach in die zwei entsprechenden Laschen einfädeln und danach auch hier oben in das T-Stück von unserem Rahmen reingeben.
Wie du sehen kannst, ist der Aufbau von so einem Aufstellpool auch kein Hexenwerk. Und wenn du übrigens wissen willst, wie man jetzt noch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Kartuschenfilteranlage, Sandfilteranlage, Oberflächenskimmer und so weiter, alles hier noch richtig anschließen kann, dann habe ich hierfür auch schon extra Videos auf meinem Kanal gemacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt eben so einen Aufstellpool, eine Plane oder auch gleich eine etwas dickere Teichfolie zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.